Vielen Dank, Rainer, auch für die Anmoderation und die Vorstellung und ein herzliches Willkommen allen Teilnehmern der heutigen Präsentation. Mein Name ist Jakob Czaba, ich bin Senior Director, Head of Human Experience, Custom Experience bei Forster in der Dachregion und möchte Ihnen heute zeigen, wie ein modernes CX-Programm aussehen muss, damit nicht nur Feedback gesammelt wird, beziehungsweise KPIs gecheckt werden, sondern damit echte Insights generiert werden, aus denen Aktionen abgeleitet werden können. Also kundenzentriert entscheiden durch strategisches CX-Management. Bevor wir jedoch zum konkreten Thema kommen, noch eine ganz kurze Vorstellung von Forster für alle, die uns nicht kennen. Forster ist ein Plattformanbieter, der vor 2 Jahren aus dem Zusammenschluss dreier etablierter Unternehmen entstanden ist, nämlich Confirmit, Dapresi und Focus Vision. Alle drei schon seit über 20 Jahren am Markt tätig. Und aus diesem Zusammenschluss ist ein Kernprodukt entstanden, unsere integrierte und modulare Human Experience Plattform für Anwender in den Bereichen Customer Experience, Employee Experience und Marktforschung. Neben der Plattform selbst oder neben der Plattformtechnologie bieten wir unseren über 3000 Kunden auch Services und Beratung an mit insgesamt 800 Mitarbeitern weltweit, damit Sie da eine Vorstellung haben. Jetzt habe ich es schon genannt, Human Experience Plattform. Aber warum nennen wir unsere Plattform HX Plattform bzw. Human Experience Plattform? Also zum einen glauben wir, dass es wichtig ist, dass Unternehmen nicht nur von den Kunden oder von den Mitarbeitern oder dem Markt sprechen, sondern wo immer es möglich ist, die Erfahrungen und Bedürfnisse einzelner Menschen erfassen, ja, oder zumindest einzelner Zielgruppen. Ja, zudem ist es wichtig, sämtliche Zielgruppenfeedbacks über alle Kanäle und Touchpoints hinweg zu erfassen. Und diese dann wiederum, und das ist mindestens genauso wichtig wie der erste Punkt, als Insights der ganzen Organisation, also idealerweise allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Mindestens allerdings vielen Menschen, nicht nur einem zentralen Team, sondern vielen Menschen über alle Abteilungen hinweg. Also es sollte nicht nur im CX-Team oder bei der Marktforschung bleiben, sondern im Unternehmen geteilt werden. Und letztlich wollen wir damit mit unserer HX-Plattform Unternehmen helfen, möglichst viele Daten oder möglichst viel Feedback zu erfassen, dieses Feedback in Insights zu verwandeln oder umzuwandeln und auf Basis dieser Insights wirklich Maßnahmen zu definieren, Aktionen zu tätigen, damit einfach auch was passiert. Ja? Und das ist im Endeffekt auch das Thema der heutigen Präsentation. Starten möchte ich erstmal mit einem ganz kurzen Abriss, wie ist denn der aktuelle Stand bei Customer Experience Programmen? Ja, was wir im Markt immer noch überwiegend sehen, sind sogenannte taktische Customer Experience Programme. Dabei liegt der Fokus auf dem Verstehen der Kundenzufriedenheit, der Kundenbindung, warum wandern vielleicht Kunden ab, und der Prozessperformance, die ist sehr wichtig, die steht im Mittelpunkt. Ja, und als Output sehen wir halt einfach sehr oft einfach Berichte, PowerPoint-Berichte, die irgendwann mal gemacht werden, die dann vielleicht mit dem C-Level oder mit dem höheren Management geteilt werden und mit bestimmten Teams, aber typischerweise nicht über die gesamte Organisation hinweg. Der Fokus ist sehr stark auf KPIs, Identifikation von Treibern und Schwachstellen. Wo kommt das her? Ja, wenn wir uns die Programmspezifikationen anschauen, dann sehen wir, dass das sehr stark Programme sind, die befragungsbasiert sind. Diese Befragungen sind oft nicht einmal koordiniert. Also vielen Unternehmen ja, aber in vielen Unternehmen eben nicht. Ja, da gibt es eine Befragung aus dem Customer Service, dann gibt es eine Befragung aus der vielleicht historisch aus der Marktforschungsabteilung, die jetzt vielleicht auch eine CX-Abteilung ist, eine Befragung auf der Webseite. Oft werden diese aber getrennt voneinander gehalten, auch nicht zentral analysiert, also wenig zentrale Erkenntnisse. Was wir zunehmend sehen, auch bei diesen taktischen Programmen, sind Einführung von Closed-the-Loop-Prozessen, oft aber nicht wirklich komplett in Unternehmen integriert. Was Unternehmen allerdings brauchen, um wirklich kundenzentriert zu agieren, sind strategische CX-Programme. Und hier liegt der Fokus eben nicht nur auf der Kundenzufriedenheit, sondern wirklich auf dem Verstehen der Kundenerfahrungen und Bedürfnisse entlang der gesamten Customer Journey, beziehungsweise auch der Customer Journeys, Makro- und Mikro-Journeys als Stichwort. Und zunehmend eben nicht nur Verstehen der Prozesse, der Prozessperformance, sondern klarer Fokus auf Verbesserung der Produkte und Services, aber auch der Prozesse. Und das funktioniert im Output eigentlich nur über rollenbasierte Dashboards. Ich habe hier in Anführungszeichen für alle geschrieben. Was ich damit meine, ist für mehr als nur eine zentrale Abteilung. Ja? Und die Idee dahinter ist eben, dass laufend kundenzentrierte Entscheidungen getroffen werden können. Die Voraussetzung dafür, ja, damit strategisches CX-Management
gemacht werden kann, sind eben diese Elemente, die ich jetzt hier Programmspezifikation genannt habe, in der Mitte. Es braucht eine integrierte Customer Experience Plattform. Es braucht KI-gestützte Real-Time Insights und dieses, was ich noch als teilweise Closed the Loop habe, muss einfach vollständig umgesetzt sein. Ja? Closed the Inner and Outer Loop. Und genau auf diese drei Themen würde ich jetzt gerne im weiteren Verlauf der Präsentation eingehen. Die Grundvoraussetzung überhaupt, um strategisches Customer Experience Management zu betreiben, ist aus meiner Sicht das Vorhandensein einer integrierten End-to-End Customer Experience Plattform. Das sage ich jetzt logischerweise nicht nur, weil ich für einen Plattformanbieter arbeite, sondern wirklich aus vollster Überzeugung. Bei Forrester bin ich übrigens erst seit 2 Jahren, ja, davor viel auf Beratungsseite im Bereich CX und Brand tätig, aber auch dort schon ganz klar erkannt, nur mit einer solchen Plattform ist es möglich, Feedback holistisch zu erfassen, zu konsolidieren, zu analysieren und Insights innerhalb einer Organisation eben on demand zu verteilen, also sprich die richtigen Informationen an die richtigen Personen zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt, um Entscheidungen treffen zu können. Und wie sieht denn so eine End-to-End-Plattform aus? Das zeige ich Ihnen jetzt hier beispielhaft am Aufbau unserer Plattform, unserer Human Experience-Plattform. Möchte aber dabei jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, jetzt die einzelnen Funktionalitäten darstellen, sondern eigentlich eher die Grundprinzipien erläutern. Daher würde ich jetzt dieses Schaubild der Einfachheit halber einfach mal in drei Bereiche teilen: eine linke Hälfte, eine rechte Hälfte und oder eine rechte Seite und ein Zentrum. Wenn wir mit der linken Seite anfangen, da steht hier Connect und Gather. Das sind im Endeffekt die Elemente, die ich jetzt überschreiben würde mit dem Thema Feedback erfassen. Ja, das ist wichtig, dass so eine End-to-End-Plattform, die muss in der Lage sein, man muss in der Lage sein, über so eine Plattform seine Kunden eigentlich über alle Kanäle erreichen zu können, proaktiv. Heißt, Befragungen rauszuschicken oder Befragungen anzubieten. Also Befragungen rausschicken quasi per E-Mail oder Befragungen anbieten auf der Webseite oder im Customer Service per IVR oder ähnliches. Vielleicht auch qualitativ Gespräche zu führen mit den Kunden. Also das muss eigentlich so eine Plattform können. Aber ganz wichtig, was das Thema Befragung angeht, befinden wir uns eigentlich teilweise immer noch im taktischen Bereich. Die strategischen Systeme müssen eben auch eine Funktion, eine ganz wichtige Funktion mehr erfüllen. Sie müssen in der Lage sein, externe Daten mit zu verarbeiten. Ja, und das ist eben dieser Bereich Connect. Das heißt, eine End-to-End-Feedback-Plattform oder eine End-to-End-Customer-Experience-Plattform muss offen sein für externe Daten, Feedback-Daten, die Kunden ja geben. Die Kunden über ihr Verhalten, indem man Informationen hat, wie sie einkaufen, wann sie eingekauft haben, wann sie das letzte Mal mit dem Customer Service in Kontakt waren, aber eben auch das ganze proaktive Feedback, das Kunden zum Beispiel auf Social Media über Reviews mit einem Unternehmen teilen oder eigentlich mit der Öffentlichkeit teilen. Und ganz wichtig, dann kommen wir zum zentralen Bereich, all dieses Feedback muss konsolidiert in einer zentralen Datenbank, in einem zentralen Datenmanagement-Tool verfügbar sein. Nur das ermöglicht, und das ist die Voraussetzung, dass man überhaupt dann die rechte Seite, die wir hier sehen, erfüllen kann, nämlich dass man holistisch analysieren kann, also erstmal konsolidieren, analysieren kann, also eben nicht nur Befragen nach Befragen, sondern wirklich über eine gesamte Customer Journey einen Kunden oder eine Kundengruppe oder die Gesamtheit der Kunden zu verstehen. Eine End-to-End-Plattform muss die Möglichkeit geben, diese Daten oder diese Insights besser gesagt auch zu visualisieren, um sie in der Organisation zu teilen, ja, aus dem Silo heraus mit allen Verantwortlichen im Unternehmen. Und eine End-to-End-Plattform muss es ermöglichen, Aktionen zu starten, auf individueller oder eben auf aggregierter Ebene. Zu all den Punkten komme ich gleich nochmal im Detail, deshalb hier nicht weiter nicht weiter im Detail. Wichtig aber auch, eine Plattform ist in der Regel, muss sie nicht nur offen sein, was das Thema Daten holen angeht, sondern auch, was das Daten liefern angeht. Also eine Customer Experience, eine holistische End-to-End Customer Experience Plattform muss in der Lage sein, auch relevante Informationen in andere Systeme, zum Beispiel CRM-Systeme, Systeme aus dem Bereich Customer Service zu liefern, damit eben auch schnell gehandelt werden kann in der Organisation in bereits bewährten, bekannten Systemen. Kommen wir nun zum zweiten Aspekt, den ein modernes strategisches CX-Programm benötigt, die Unterstützung der Insights-Generierung durch künstliche Intelligenz. Ganz wichtig heutzutage. Warum? Also es stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich der Mehrwert, den künstliche Intelligenz bei Customer Experience Programmen bietet?
Und da müssen wir einfach erstmal feststellen, dass wir in den letzten Jahren förmlich eine Explosion von verfügbaren Daten feststellen können, was dazu führt, dass Teams, die Daten auswerten, ohne Technologieunterstützung und Automatisierung diese Datenmengen einfach gar nicht mehr verarbeiten können. Ja, der Mehrwert von künstlicher Intelligenz liegt somit in der Erkenntnisgewinnung, ja, weil KI da dabei helfen kann, verborgene Zusammenhänge und Muster in typischerweise unstrukturierten Daten, aber vor allem in vielen Daten zu erkennen, was man manuell nicht hinbekommt. Automatisierung, künstliche Intelligenz ermöglicht die automatische Verarbeitung großer Datenmengen. Das ist manuell auch nicht machbar, beziehungsweise mit nur solchen Ressourcen, die man sich in der Regel nicht mehr leisten kann. KI ermöglicht auch die Echtzeitreaktion, ja, rasche Reaktion zum Beispiel, um Schadensbegrenzung zu betreiben, aber eben einfach auch innerhalb der Interaktion vielleicht noch auf bestimmte Aspekte zu reagieren, die früher halt einfach dann, ja, das Gespräch war halt vorbei, ja, da konnte man nicht mehr reagieren. Und Risikomanagement ist ganz generell. Also ich sehe KI sehr wichtig bei CX-Management-Systeme, einen sehr wichtigen Beitrag eben in dem Risikomanagement. Und wie sehen jetzt quasi die Einsatzbereiche ganz konkret aus im Kontext von CX-Programmen? Da möchte ich Ihnen jetzt einfach mal sechs konkrete Anwendungsbeispiele vorstellen, die bei unseren Kunden im Einsatz sind, aber bei vielen anderen Unternehmen natürlich auch. Das sind einerseits dialogorientierte Befragungen, ja, die man so eher so als Chatbot kennt. Das hilft, um besser zu routen und besser nachhaken zu können, ja, damit man einfach quasi schon aus der Befragung heraus besser steuern kann. Etwas, was, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, ja, dass man einfach gleich nachhaken kann oder war nicht verfügbar, dass man dann nachhaken kann, okay, wann und was war nicht verfügbar, ähnliches. Ja. Dann automatische Zusammenfassung von Erkenntnissen, auch sehr wichtig. Ja, Sie kennen alle ChatGPT, wenn Sie dort eine Frage hineinstellen oder einfach nur schreiben, fassen Sie mir mal folgendes Buch zusammen, bekommen Sie eben eine gute übersichtliche Zusammenfassung. Das Gleiche gilt auch in Bezug auf die Daten aus dem Bereich Feedback. Ja, das ist insbesondere, wenn es darum geht, viele Daten, länderspezifische, bereichsspezifische Auswertungen zu machen und die dann zusammenzufassen, ist es eigentlich heute manuell kaum noch möglich. Da kann künstliche Intelligenz hervorragend unterstützen, um das zu verbessern. KI hilft auch, um quasi prädiktive Aussagen zu treffen, um zum Beispiel von kleinen Fallzahlen, die man hat, aus bestimmten Befragungen nach einem Mapping mit anderen operativen Daten, die man hat, Übertragungen auf die Gesamtkundschaft oder gesamte Segmente zu übertragen, hilft ungemein in der Effizienz, hilft auch dabei, die Kunden nicht ständig mit Befragungen zu nerven, wenn man einfach schon weiß, nach einer gewissen Wartezeit, die Kunden haben, dann sind die in der Regel unzufrieden und muss die erst nicht erst einmal fragen, ja, wie zufrieden sind sie mit der Wartezeit, ähnliches. Emotionsanalyse von Callcenter-Mitschnitten, klarer Aspekt, der zunehmend eingesetzt wird. Dann hatte ich vorhin schon erwähnt, Social Media Reviews, also Sentimentanalysen aus Social Media Reviews, die dabei helfen, eben nicht nur das eigene Unternehmen zu tracken, sondern sich auch in den Kontext des Wettbewerbs zu stellen und sich anzuschauen, okay, wie performen denn hier zum Beispiel unsere Hauptwettbewerber in dem Markt? Etwas, was im Endeffekt Informationen, die einem eigentlich zugänglich sind, Trustpilot oder Google Reviews, das ist verfügbar. Ja? Das muss man eigentlich sich in dem Sinne noch nicht mal einkaufen, sondern man muss es einfach nur nutzen. Man muss diese Informationslage, diese Datenlage nutzen, indem man sie auswertet. Und last but not least und wahrscheinlich somit die relevanteste Auswertung aktuell im Bereich Customer Experience Programm, die KI-gestützt ist, Textanalyse von offenen Kommentaren oder von unstrukturierten Daten. Und da einfach auch nochmal ganz kurz als Hinweis, wenn wir von Textanalyse von unstrukturierten Texten sprechen, dann meinen wir tatsächlich eben nicht nur die offene Nennung aus Befragungen, aber das ist ein Bestandteil, auch ganz wichtig, ist in der Vergangenheit bei vielen Unternehmen, habe ich das gesehen. Bisschen, also man hat sich früher viel mehr die Mühe gemacht, wirklich zu clustern und die offenen Nennungen durchzugehen. Zuletzt ist der Trend da auf manueller Ebene ein bisschen rückläufig, dafür aber zunehmend Unternehmen, die sich mit dem Thema KI-Unterstützung hier bei der Auswertung beschäftigen. Text Analytics funktioniert aber eben nicht nur bei den offenen Nennungen, sondern kann auch dazu dienen, dass man Contact Center Transkripte oder eben Aufnahmen analysiert, können auch
Ja, können auch Gespräche sein vom Vertrieb oder Account Management, aus denen man dann einfach Erkenntnisse analysiert. Wie gesagt, schon die Social Media Posts und Reviews. Wie sieht es denn aus? Was bekommt man denn so als Output? Ja, zum einen kann man sehr schnell erkennen, ja, was sind eigentlich die relevanten Themen, mit denen sich die Kunden beschäftigen. Idealerweise kann man diese Kategorisierung, die künstliche Intelligenz erstmal vorschlägt, kann man die eben selber noch ein bisschen auf die Organisation anpassen, auch mehrstufig machen, dass man sagt, man hat Ober- und Unterkategorien. Hilft sehr gut dabei, wirklich zu erkennen, was sind denn jetzt eigentlich die aktuellen Trends, wo sind denn hier bei uns vielleicht die Probleme, die wir haben, wo sind aber auch die Chancen, die wir sehen, wo werden wir besonders gut bewertet. Dann die Sentiment-Analyse, die dabei hilft, sehr schnell zu verstehen, okay, wie ist denn eigentlich insgesamt die Stimmung im Markt bei unseren Kunden, in den jeweiligen Zielgruppen. Wie nehmen sie uns insgesamt wahr, aber wie nehmen sie bestimmte Aspekte wahr? Und idealerweise kommt eben, wie man hier sieht, die Kombination aus Sentiment-Analyse und Kategorisierung führt eben dazu, dass man auch wirklich sehr schnell versteht, okay, nicht nur, was sind die relevanten Kategorien, sondern auch, was ist innerhalb der relevanten Kategorien positiv und negativ? Ja, dass man einfach sehr stark schon automatisiert in die Analyse gehen kann und damit fokussieren kann. Und last but not least auch noch die Emotionsanalyse, die dabei hilft, auch wirklich zu verstehen, wie kann man durch bestimmte Kommunikation, durch Prozesse, die im Unternehmen definiert wurden, wie kann man auf die Stimmungen der Kunden eingehen, zum Beispiel auch innerhalb eines längeren Gesprächs, innerhalb eines Calls im Callcenter, aber natürlich auch analysiert, aggregiert, auf Basis der Erfahrungen, die man dann über die Textanalyse auswertet. So, und dann letzter Punkt, ein strategisches Customer Experience Programm unterscheidet sich zuletzt auch darin von einem taktischen, dass ein ganz klarer Fokus auf Handlungsorientierung gesetzt ist. Das heißt, dass das Feedback der Kunden nicht nur zur Performance-Messung genutzt wird, sondern auf Basis von ja, auf Basis des Feedbacks Aktionen erfolgen oder Initiativen ausgelöst werden. Closing the Loop also. Und wenn wir über Closing the Loop sprechen, im CX-Bereich wird Close the Loop vor allem verwendet, um den Prozess der Rückkopplung von Kundenfeedback zu Unternehmensmaßnahmen zu beschreiben. Und dabei kann man grundsätzlich zwischen dem Inner- und dem Outer Loop unterscheiden. Beim Inner Loop geht es um die direkte Reaktion auf individuelles Kundenfeedback, also in der Regel individuelles Kundenfeedback, wohingegen es beim Outer Loop um die Definition von Maßnahmen bzw. ja, Maßnahmen bzw. Veränderungen auf Basis von aggregiertem Feedback geht. Ja, wenn wir uns das mal so ein bisschen mehr im Detail anschauen, individuelles Feedback, wir nennen es bei uns quasi Action Management, das funktioniert so, dass im Endeffekt ein Trigger einen Alert, einen sogenannten Alarm auslöst. Ein Trigger kann zum Beispiel sein, einfach ein schlechtes Feedback, ein schlechter NPS-Wert, ein ganz schlechter Customer Satisfaction-Wert. Trigger kann aber allem auch, können auch bestimmte Codewörter sein, wie Problem, ja, oder einfach auch ein negatives Sentiment, das aus der künstlichen Intelligenz berechnet wird. Und dieser Alert, der geht dann quasi innerhalb der Organisation an den jeweils Verantwortlichen. Kann auch ein Team sein. Wir nennen es jetzt hier Case Manager, also jemand, der das bearbeitet. Das können auch natürlich mehrere Case Manager sein. Dann erfolgt eine Workflow-basierte Bearbeitung, wo ganz klar definiert wird oder ist, ja, was ist eigentlich zu tun, in welcher Zeit, was muss mit dem Kunden besprochen werden. Es gibt eine Rückkopplung mit dem Kunden, die kann auch automatisiert sein. Ja, es kann also quasi einfach auch nur ein Gutschein geschickt werden, jetzt als Beispiel. Oder idealerweise, nicht idealerweise, oder eben ein Gespräch mit dem Kunden, Rückruf oder eine E-Mail, die nochmal geschickt wird. Idealerweise hat man am Ende eine Lösung des Problems. Wenn wir uns das aggregierte Feedback anschauen, das wir bei uns Frontline Innovation nennen, kommen auch gleich dazu, warum das so ist, warum wir das so nennen, dann haben wir hier einen etwas anderen Ansatz. Da geht es eben erstmal darum, dass eben auf Basis der Datenanalyse Insights generiert werden, die auf ein Problem hinweisen oder die auch auf eine Chance hinweisen, dass das innerhalb des Unternehmens kommuniziert wird, möglichst schnell kommuniziert wird, dann nochmal funktional analysiert wird, also außerhalb des Feedbacks, sondern wirklich auch mit einer Hinzunahme der Möglichkeiten des Unternehmens, der Prozesse. Das basierend darauf, Ideen generiert werden, Maßnahmen entwickelt werden, diese priorisiert werden und dann umgesetzt werden. Ja, damit man am Ende einen Prozess
anpasst, verbessert, kundenzentriert verbessert, dass man Services verbessert oder Produkte verbessert. Und auch hier nochmal drei Charts, glaube ich, insgesamt nochmal ein bisschen zur etwas näheren Erläuterung. Also Action Management Prozess, hatte ich schon gesagt, ist aus meiner Sicht wirklich von entscheidender Bedeutung. Eigentlich ein Customer Experience Programm ohne irgendeine Form von Closed Loop auf individueller Ebene, finde ich, ist eigentlich, kann man eigentlich gar nicht als strategischen Ansatz bezeichnen, sondern es muss die Möglichkeit geben, dass ein Kunde, wenn er wirklich Feedback gibt, das ist ja auch ein Mehrwert, das will man ja auch vom Kunden, dass darauf reagiert werden kann. Ja, und ein gutes Action Management Tool oder einen guten Action Management Prozess zeichnet sich dadurch aus, dass eben Trigger auf Basis von quantitativen und qualitativen Daten erfolgen kann, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, dass das Feedback schnell die relevanten Personen erreicht. Das heißt, es muss klar sein im Vorfeld natürlich, wer ist zu informieren, wer muss handeln, weil wenn das ins Leere geht, ist das auch kein gutes Signal. Ganz im Gegenteil, vielleicht sogar noch schlechter, als wenn man den Kunden gar nicht um Feedback bittet. Die Verantwortlichkeiten müssen klar definiert werden. Das heißt nicht, dass es quasi immer nur an eine Person geht, sondern es muss immer klar sein im System, wer ist derjenige, der nur beobachtet und wer handeln muss. Es muss natürlich eine gewisse Flexibilität geben für das Case Management, also für die Bearbeitung. Man denkt jetzt nur gerade im B2B-Bereich, A, B, C-Kunden oder Key Accounts und kleinere Accounts. Und es muss heutzutage eigentlich alles mobil sein. Ja. Man muss das auch von unterwegs alles machen können. Ja, ganz wichtig. Und dann, wenn wir zum Outer Loop gehen, da nochmal vorangestellt, bevor ich quasi die Lösung darstelle, einfach auch nochmal die Herausforderungen, die wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben. Erstmal ist das Feedback selbst, dass die Kunden geben ja nicht umsetzungsorientiert. Die schreiben ja nicht, die Kunden oder sie sagen ja nicht, ich musste lange warten, bis ich verbunden wurde, deshalb müsstet ihr bitte einfach noch die Mitarbeiteranzahl erhöhen. Sondern die sagen einfach, ich bin total unzufrieden, weil ich musste warten. Ja, das ist das eine. Dann Silo-Daten und Silo-Denken, das hatte ich ganz am Anfang noch dargestellt. Relevante Informationen sind eben oft nur in bestimmten Abteilungen verfügbar, die sich dann oft nicht austauschen. Schwierig für die Maßnahmenfindung. Fehlende Einbindung der Frontline, ein großer Fehler aus meiner Sicht vieler Unternehmen, dass sie ihre Mitarbeiter, die am meisten mit den Kunden zu tun haben, Verkäufer zum Beispiel, ja, oder Berater, auch im Customer Service, dass sie die gar nicht so sehr einbinden, wenn es darum geht, Lösungen zu finden, wie man seine Prozesse, seine Produkte, Services verbessern kann. Und letztlich dann eben auch die falsche Maßnahmenpriorisierung, dass man manchmal ausgeht von Ideen, die man selber hat, vielleicht im Management, die wichtig sind, aber gar nicht so sehr analysiert, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse wirklich aus Kundensicht und wie sehen das die Mitarbeiter, die Organisation, wie spiegelt sich das wider? Und das, aufgrund dieser genannten Herausforderung haben wir eben einen toolgestützten Prozess entwickelt, den wir Frontline Innovation nennen. Ja, bewusst Frontline, um damit auch nochmal darzustellen, das geht nicht ohne die Mitarbeiter an der Front. Ja, jetzt mal ein bisschen martialisch ausgedrückt, aber an der Kundenfront meine ich damit. Und zwar ein Prozess, der das Thema Maßnahmenentwicklung auf zwei Ebenen unterstützt. Einmal ein kontinuierlicher Zuhörkanal, kann eine interne Customer Experience Community sein. Manche Unternehmen nennen es auch CX, interne CX Community, in dem alle Mitarbeiter oder zumindest mehrere Mitarbeiter aus dem Unternehmen, also zumindest aus möglichst vielen verschiedenen Abteilungen, ihre Ideen jederzeit mitteilen können. Und indem die Mitarbeiter ihre Vorschläge auch erläutern können, ihre Beiträge kategorisieren können, indem sie kommentiert werden können. Und das Tool muss in der Lage sein, quasi, oder so eine Lösung muss in der Lage sein, eben diese eingereichten Vorschläge zu verwalten, dort eben vielleicht auch Muster zu erkennen, das mit den Insights aus der direkten Befragung oder aus den direkten Feedbacks, die man erhält, zu kombinieren, um daraus zu verstehen, okay, was sind denn wirklich die brennenden Punkte, die wir dort haben, um dann, und das ist der zweite Schritt oder der andere Aspekt, eben Themen bzw. Herausforderungen von besonderer Relevanz aufzugreifen, könnte zum Beispiel das Thema Verbesserung des Rechnungsstellungsprozesses sein, Terminbuchung, Abholung von Autos aus der Werkstatt etc. Können unterschiedliche Themen sein, aber eben für diese Themen, wenn man dort sieht, dort ist Verbesserungsbedarf, dann eben gezielte Innovationsprojekte zu definieren, sogenannte Challenges, um quasi dort die Mitarbeiter nach Vorschlägen zu fragen. Die Vorschläge werden dann eingebracht, kommentiert, können von allen eingesehen werden, kommentiert und bewertet.
einmal von den Mitarbeitern bewertet, einmal dann auch auf Management-Ebene bewertet, um daraus dann eben die besten Vorschläge auszuwählen, um diese dann umzusetzen. Ja, und diese Vorschläge müssen natürlich auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden, auch im Alignment mit den Unternehmenszielen. Aber dann läuft der Prozess. Ja, und das ist dann auch quasi auch schon mein Schlusschart in dem Sinne. Wie sieht denn so eine Challenge aus? Wie sieht so ein Prozess aus, ja, der dazu dient, wirklich auf Basis von Feedback am Ende eine Veränderung anzustoßen, eine Veränderung im Unternehmen durchzuführen? Also Schritt 1, im Launch einer Challenge, um Verbesserungsvorschläge zu sammeln, gerade schon erwähnt. Dann aus meiner Sicht, je nach Thema, alle Mitarbeiter einladen oder zumindest die Mitarbeiter, die wirklich relevant sind für dieses Thema, dort zur Zusammenarbeit, im Endeffekt zur digitalen Zusammenarbeit einzuladen, um damit diese Vorschläge einbringen können. Können übrigens auch Partner sein, nicht nur Mitarbeiter, können auch Partner des Unternehmens sein, mit dem man an dem Prozess arbeitet. Dann ist der dritte Schritt, wenn quasi es gibt so eine Phase, sagen wir mal 2, 3 Wochen, wo diese Ideen eingereicht werden, eine weitere Phase, in denen alle Beteiligten, die auch insgesamt eingeladen wurden, eingeladen werden, die eingereichten Vorschläge zu bewerten, darüber abzustimmen. Wie gesagt, zweistufig, einmal auf Mitarbeiterebene, einmal auf Management-Ebene. Und dann in einem vierten Schritt wird dann eben auf Basis dieser Bewertungen wird dann priorisiert und dann ein Business Case definiert. Und dann ist das so ein bisschen eine Iteration, geht das natürlich dann nochmal ein bisschen, um es zu verfeinern, nochmal in ein, zwei Schleifen, um quasi aus den Vorschlägen Initiativen zu definieren und die Initiativen dann in die Prozesse, in die Produkte etc. zu überführen. Was ist der Outcome? Also ganz klar, kürzeres Time to Market für Maßnahmen, wirklich ganz klar. Dann Demokratisierung und Aufbrechung von Silo-Denken. Man beteiligt wirklich die gesamte Organisation an den, ja, an den Änderungsprozessen, an den Verbesserungsmaßnahmen. Sehr wichtig sehen wir immer wieder, dass das eben dazu führt, dass die Mitarbeiter, dass das Mitarbeiterengagement steigt, indem sie sehen, okay, wir können uns beteiligen. Und es führt, so ein Prozess führt eben zu einem zielgerichteten Ideen- und Maßnahmenmanagement. Ja, so viel zum Thema vom Feedback über Insights zu Impact-Aktionen. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Sehe ich gerade, habe ich, glaube ich, 1, 2 Minuten haben wir insgesamt überzogen. Daher von meiner Seite her erstmal zurück an dich, Rainer. Weiß nicht, ob noch offene Fragen sind, die wir aufnehmen können.